Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Carlos Quiroz tritt die Nachfolge von José Peckerman bei Kolumbien an. Urheberrecht Getty Images. Carlos Quiroz, ehemaliger Coach von Real Madrid, heuert bei Kolumbien an und ist damit Nachfolger von José Peckerman. Er bekommt einen Vierjahresvertrag. Der Portugiese Carlos Quiroz tritt die Nachfolge von José Peckerman als Trainer der kolumbianischen Fußballnationalmannschaft an. Der 65-Jährige wurde am Mittwoch Ortszeit auf einer Pressekonferenz des nationalen Verbandes FCF in der Hauptstadt Bogota offiziell vorgestellt und erhält einen Vierjahresvertrag. Der Argentinier Peckerman, 69, hatte sein Arbeitspapier im vergangenen September aus persönlichen Gründen nicht verlängert. Quiroz, einst Trainer von Real Madrid, hatte zuletzt 8 Jahre lang die iranische Nationalmannschaft betreut und das Team zu 2 Weltmeisterschaften geführt. Nach dem Halbfinalaus beim Asiencup Ende Januar hatte der 65-Jährige seinen Rücktritt erklärt, sein Vertrag wäre ohnehin ausgelaufen.